648 stolze Araberhengste nennt unser geliebter Scheich Hussein Khalifa Ben Khalil sein eigen. 120 sollen zukünftig ein würdiges Domizil in der Nähe des Driving Resort Palastes finden. Auf seinem Weg zum Gestüt erblickte unser gottgeliebter Herrscher am Straßenrand aber eine Tankstelle und war sofort voller Mitleid mit den armen deutschen Menschen. Hier kostet ein Liter einfaches Superbenzin fast so viel wie ein Liter der besten Kamelmilch Saudi-Arabiens. In seiner Großmütigkeit und Güte intervenierte er unverzüglich und bot großzügig Hilfe an. Sinan. Sir, Allah, Aral. Ja. Oil. Sir. Thank you. Benzin, Benzin burada. Ja. Der Scheich möchte Öl verkaufen. Okay. Hat Benzinpreis gesehen? Ja. Und sagt zu teuer. Er wendet sich am besten direkt an den Chef. Ah. Das ist Scheich Hussein Khalifa Ben Khalil. Mhm. Möchte verkaufen Öl. Ist zu teuer, sagt er. Ja. Haben Sie Interesse? Der Scheich fragt, ist Aral Hochhaus? Hm? Aral Hochhaus? Nein. Nicht Hochhaus? Aral ist Aral, Hochhaus ist Hochhaus. Er fragt, wo Hochhaus? Hochhaus. Hochhaus. Da oben. Da oben. Mit Unverständnis, aber auch großer Achtung vor der Schicksalsergebenheit der deutschen Menschen reiste unser geliebter Scheich Hussein Khalifa Ben Khalil weiter, um sich nun endlich über die örtliche Araberzucht zu informieren. Kann ich was helfen? Wir wollen bestimmt zu Ascha. Ascha? Zu unserem arabischen Hengst. Zu arabischen Hengst? Ja? Ja. Der Scheich war in Bilzerberg. Atem. Ja, möchte kaufen in Bilzerberg. Aha. Hat sich angeschaut. Hat selber 100, 120 Pferde, arabische Hengste und so einen Stall. Aber der ist zu klein. Ja, aber ist ein Spitzen-Araber-Hengst? Nein. Nein, aber für uns. Ist Scheich. Hengst-Leistungsprüfungssieger? Ammanbunga Chokichuk. Er sagt, nein, ist zu klein für ihn. Sagt, da muss man noch waschen. Sagt, Ochs. Da sagt er, das wäre genau das Richtige. We change the saddle equipment on April. Nein, der wird hier nicht antworten. Wird auch nicht. Okay. Der Scheich ist da etwas anders. Nein, ist schon klar. Das darf ich nur mit ihm sprechen. Ja. Nein, das ist ein alter Stall, ist 40 Jahre alt und wir werden im April kommt hier komplett die Einrichtung raus und dann nach modernen Gesichtspunkten. Bunlar kışta gidiyormuş buradan. Atlar gidiyor. Yenileri geliyor. Der Scheich fragt, ob Stall groß genug für 100, 120 Pferde, die er... Nein. Viel zu klein. So große Ställe haben wir hier auch nicht. Scheich Hüseyin. Das müsste man neu bauen. Oder 120 Tane sığmıyormuş. Hala. Hala? Ja. Sagt Şükran. Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und gewinnen Sie zwei Kamele. Wie heißt der kleine Araberhengst?